Servus, liebe Leute, heute zu einer weiteren Folge Update-Ideen mit ProGamer United. Das ist eine witzige Update-Idee, ich weiß nicht, die wird garantiert wahrscheinlich nicht so kommen, aber Clash Royale ist wie Clash of Clans zwischen Fantasiewesen aufgebaut, deshalb kann es sogar vielleicht sein, dass sowas kommen wird. Ein Grillhuhn oder ein Wachtelhuhn, irgendwie sowas, könnte man sich ja vorstellen. Haben mir überlegt, dass es entweder rare oder episch sein müsste. Könnte natürlich auch gewöhnlich sein, aber das Ziel von dem Grillhuhn, Weichhuhn oder Hahn oder irgendwie so, Hahnstier, Hahnkämpfer, irgendwie so könnte man es nennen, bin ich mir noch unschlüssig, wie ich es im Titel genannt habe oder einen Titel nennen werde. Es ist ein großes, langsames Huhn mit einer Metallrüstung, also ähnlich wie, kennt ihr das eine Spiel mit. Nee, die eine Folge von Custom und Wander, da gab es so einen Huhn mit dann so einer unfassbaren Rüstung, wo Raketen hat. Die Rüstung, aber keine Raketen. Und ja, schwierig zu sagen, wie viel es denn kosten wird von dem Elixier. Es kommt halt ganz drauf an, ob es halt rare oder gewöhnlich oder episch ist. Ich lege mich jetzt mal fest, ich würde es gewöhnlich machen. Dass es so ein Huhn ist, Kampfhuhn mit einer Rüstung und vielleicht sich umdreht und Eier schießt. Das könnte ich mir vorstellen, das wäre richtig, richtig cool. Hätte auf jeden Fall was. Fände ich auch richtig episch. Würde sagen, bei 4, 5 Elixier würde ich es einordnen. Dreht sich um, macht dann Flächenschaden mit dem Ei. Und vielleicht schlüpft dann da noch ein neues kleines Huhn draus. Wäre auf jeden Fall recht witzig. Angriff pro Sekunde und Leben kann ich jetzt schwierig vorhersagen. Aber ich würde mal sagen, Angriff, also Schaden so, was weiß ich, Schaden pro Sekunde, vielleicht 100 oder sowas in die Richtung. Wäre auf jeden Fall episch, aber naja, könnte man sich noch überlegen, was da das genaue Schaden pro Sekunde oder Schaden insgesamt sein wird. Ja, sehen wir auf jeden Fall mal. Und das finde ich auf jeden Fall cool. Also die Idee wäre, ein Huhn oder ein Hahn oder eine Henne, sucht sich aus, das dann Eier schießt. Mit noch Rüstung natürlich, dass es nicht so läppisch aussieht. Und die Eier schlüpfen dann kleinere Hühn, Küken, irgendwie sowas in die Richtung raus. Und so schlüpfen dann neue. Und so wird es dann richtig episch sein. Hoffe ich auf jeden Fall mal. Also, ich würde mal sagen, dann war's das für diese Folge. Gönnt euch noch den Schluss von diesem Angriff. Ist leider noch 4 dabei. Und ich habe gehofft, ich bring's über die Zeit. Scheiße war's. Habe ich mich gehört und jetzt kommt der Sepp und es ist vorbei. Aber naja, das war's mit der Update-Idee. Schreibt wie immer neue Update-Ideen rein. Würde mich interessieren. Haut rein. Bis dann. Ciao, ciao. Limba română se dă răsprind țărână cu țăranul clasic braț la braț sau de mână trage buza peste dinți fraiere cam am putut de ca aia deci puie bă te-am văzut la disco ești mișto bineînțeles căutai putul G pe GPS când aia e la bară te faci foc și pară blocul pentru tine un sap pe verticală crești la sală ca un prost fără rost un copos nu știe că îmbrac un prost când lași geamul jos băi ai grijă ce zici că te zbor din X5